Godspeed, John Glenn. That's one small step for man, one giant leap for mankind. We have a go for engine start. Houston, we've had a problem. Challenger, go with throttle up. Challenger, go with throttle up. Okay, good afternoon. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur Pressekonferenz des vergangenen 51i-Fluges. Die Crew hat einige Fotos und Geschichten der letzten Mission mitgebracht, die sie Ihnen gerne zeigen und erzählen möchte. Aber bevor das geschieht, werde ich Ihnen die Crew einmal vorstellen. Zu meiner Rechten Joe Engel, der Kommandant von 51i. Daneben der Pilot Richard Dick Covey. Mission Specialist Jim Van Hoften. Daneben die Missionsspezialisten Jim Van Hoften, Mike Launch und Bill Fisher. Jetzt werde ich an Joe übergeben, der dann anfangen kann. Joe to take up from there. Okay, thank you, Steve. We did have an early morning liftoff. We were in the dark. Wir hatten einen sehr frühen Start. Es war noch dunkel. Und wie Sie hier sehen, sieht es mehr nach einem Nachtstart aus als nach einem Tagesstart. Und genau zum Zeitpunkt der Zündung gab es erste Eindrücke des Sonnenaufgangs. Es gab einige Wolken, aber genau als wir durch diese Wolken flogen, sammelte ich einige sehr schöne Eindrücke. Viel schöner, als ich mir das eigentlich vorgestellt hatte. Die Wolken reflektierten die Abdämpfe und gaben der Umgebung eine sehr interessante orange-pinke Farbe. Das sah in etwa so aus wie der Feuerball, der beim Wiedereintritt um das Raumschiff herum entsteht. Diese Fotos hier wurden von Don Picard zusammengestellt und ich bin der Meinung, es sind wundervolle Fotos. Er hat eine wirklich tolle Arbeit vollbracht. Dieses hier ist aus einem Helikopter aufgenommen. Wenn Sie genau hinsehen, können Sie die Rotorblätter des Helikopters erkennen. Wenn Sie die Erdumlaufbahn erreichen, dann gibt es so viel Arbeit zu tun. Aber die Verlockung ist so groß, aus dem Fenster zu starren und auf die Welt zu schauen. Hier haben Sie gerade Afrika gesehen. Ich stelle Ihnen nochmals die Crew vor. Hier sehen Sie Dick Covey, Pilot der Raumfähre. Mike Launch, einer der Missionsspezialisten, früherer Navy-Pilot. Bill Fisher, unser Mediziner hier an Bord, und Jim Van Hoften. Auch er ist Missionsspezialist. Wir hatten anfänglich ein kleines Problem mit der Hängevorrichtung für das Sonnenschild, was den Aussatzsatelliten schützen sollte. Dadurch wurde der erste Tag etwas aufregender, als wir erwartet hatten. Wir benutzen den Remote Manipulator ARM und benutzen ihn, um das Sonnenschild leicht vom Satelliten zu stoßen, um ihn vernünftig aussetzen zu können. Hierbei bemerkten wir, dass der Ellenbogen des Armes unter starkem Kraftaufwand nicht richtig funktionierte. Also musste ich den Arm zunächst vorsichtig bewegen und konnte ihn nicht so benutzen, wie ich das eigentlich vorhatte. Das Ganze war irgendwie unfair. Aber was soll's? I thought that was not a fair malfunction to throw in, but im Endeffekt hat das alles gut geklappt. Nachdem wir den Aussatzsatelliten gecheckt hatten und alles in Ordnung war, bekamen wir von der Bodenstation ein Go, um den Satelliten auszusetzen. Und hier sehen Sie, wie er die Landebucht verlässt. Dies war so circa 8 Minuten nach dem Start. Hier ist der zylinderförmige Aussatzraumflugkörper und das kugelförmige graue PAM, das Payload Assist Modul, das dem Satelliten die Schubkraft gibt, um ihn weiter in die Umlaufbahn zu schießen. Wir hatten eigentlich nicht vor, 2 Satelliten am ersten Tag auszufahren, aber dies war ein ungewöhnlich erster Tag und wir bekamen den Auftrag von der Bodenstation, auch den ASC-Satelliten auszufahren, den Sie hier sehen. Das sieht hier ein bisschen aus wie eine schlechte Fahrt auf dem Rummel. Das sieht zwar sehr seltsam aus, funktionierte aber problemlos und bis zum heutigen Tag arbeiten beide Satelliten hervorragend.
Weil wir am ersten Tag eigentlich schon die Arbeit des nächsten Tages verrichtet hatten, konnten wir uns mit Filmaufnahmen und Erdbeobachtungen beschäftigen. Eine unserer liebsten Positionen, um Fotos und Aufnahmen zu machen, war von oben, wie in einem Glasbodenboot. So konnten wir auf dem Rücken liegend alles perfekt durch die Fenster aufnehmen. Hier sehen Sie die Ostküste von Australien. Wir sahen eine Menge von Australien, Südafrika und Südamerika als Landmassen auf unserem Flug. Vom ersten Tag an hatte immer irgendjemand eine Kamera in der Hand, um Aufnahmen zu machen. Es war eine tolle Mischung von Entertainment und natürlich auch unserer Arbeit. Hier sehen Sie Teile von Typhoon Pat. Und dort sehen Sie ein Stück von Bora Bora und den Society Islands in Französisch-Polynesien. Es gab oftmals einen Kampf um die guten Fensterplätze, wenn wir Zeit für die Beobachtung hatten, und wir nutzten jede freie Minute. Hier ist ein Bild von Hurricane Elena am Tage. Am dritten Tag beschäftigten wir uns wieder mit den Satelliten und wir brachten den Syncom F4 in die Erdumlaufbahn. Hier haben Sie die Möglichkeit, ihn zu betrachten, als er die Ladebucht verlässt. Sehr eindrucksvoll. Es war ein sehr großer und massiver Satellit. Jetzt kann man sich auch vorstellen, was es bedeuten würde, ihn auf der Raumfähre zu behalten. Er kommt da mit einer Drehzahl von 1,7 Umdrehungen pro Minute raus. Und hier können Sie genau sehen, nach 80 Sekunden sollte sich die Antenne aufrichten, was aber nicht geschah an dem Satelliten, den wir vorher reparierten. Und hier warteten wir nun gespannt darauf, dass sich die Antenne aufrichtet, und natürlich freuten wir uns sehr, als es endlich geschah. Hier ist eine Sequenz nach 80 Sekunden, wo sich die Antenne aufrichtet. Nach 6 Minuten macht der Satellit ein Spin-Up-Manöver. Das konnten wir alles beobachten, nachdem wir uns von ihm entfernten. Hier können wir diesen schönen Satelliten nochmals vollständig betrachten. Hier prüfe ich gerade die Spun Bypass Unit, SBU, die hier an der Wand blinkt. Sie war mit dem Satelliten in Kontakt und mit ihr konnten wir den Satelliten kontrollieren. Ein Teil von jeder EVA ist es, vorher die Raumanzüge auf ihre Funktionen zu überprüfen. Und hier testen wir gerade die Anzüge. Hier sehen Sie das Display des Warnsystems und die Anzüge waren vollkommen in Ordnung. Das Rendezvous mit dem Syncom-Satelliten lief problemlos ab. Hier sehen Sie Joe, der die Raumfähre fliegt. Und ich muss dazu sagen, dass wir eine wirklich tolle Unterstützung von der Bodencrew bekamen. Und ich muss dazu sagen, dass wir eine wirklich tolle Unterstützung von der Bodencrew bekamen. Und hier waren wir nur noch ungefähr 55 Meter vom Satelliten entfernt. Das hat uns sehr zufrieden gestimmt und Joe konnte den Satelliten ohne Probleme auf die Ladebucht bringen. Dieses Bild hier zeigt, dass wir halb in der Nacht und halb am Tage waren. Wir gingen nachts raus, um die Plattform aufzustellen, damit Bill daran arbeiten konnte. Wir hatten diese kleinen Lichter an unseren Helmen montiert, die uns ein bisschen zusätzliches Licht gaben. Außerdem waren noch einige Lichter auf der Ladebucht eingeschaltet. Danach ging ich dann auf das Ende des Arms vom Remote Manipulator, um zu sehen, wie wir den Satelliten am besten aufnehmen konnten. Wir waren limited in the fact that we had this single joint operations on the arm. Es war ein bisschen schwierig, da der Satellit nicht genau die Position hatte, die wir uns wünschten. Aber jetzt zahlten sich einige Trainingsstunden aus, die wir auf der Erde im Vorfeld absolviert hatten. Hier sehen Sie, wie der Satellit sich dreht und ich ihn an der Seite festhalten kann. Den Adapter anbringe, um ihn dann zur Raumfähre zu bringen. Und hier wird deutlich, wie groß und klobig dieser Satellit ist. Dazu kommt noch, dass man wirklich nicht so gut sehen kann mit diesem Riesenteil vor der Nase. Aber es ging schon irgendwie. And probably the hard part about maneuvering is you can't see very well. It's kind of like staring into your house here, moving it around. It's very big, but it was manageable.
Als Jim den Satelliten in der Hand hatte, konnten wir ihn dann manövrieren. Wir bewegten ihn sehr vorsichtig vorwärts und dann runter zu Bill. Dann befestigte Bill diese Lenkstange, um den Satelliten zu kontrollieren. Während Jim auf der anderen Seite den Adapter abnahm, um die Stange, die eine Vorrichtung Grapple Fixture für das Remote Manipular System hatte, anzubringen. Sobald er die Vorrichtung befestigt hatte, werde ich ihn runterholen, um den Remote Manipulator Arm kümmern. Das war eigentlich nicht so geplant, aber wir wollten, dass Bill, wenn er dann den Satelliten zu fassen bekommt, ihn auch nicht so schnell wieder los wird. Oben links im Fenster sehen wir noch einen Teil des Grapple Fixtures. Und dann konnte ich mit dem Arm von oben kommen und es war, als ob ich von oben auf den Satelliten einstach. Und ich wusste, wenn ich ihn einmal zu fassen bekomme, würde er auch richtig festsitzen. Als ich ihn einmal am Arm hatte, war es auch kein Problem mehr, ihn in alle Richtungen für die Arbeiten zu drehen, die Bill an ihm tätigen würde. To Bill for the repair work that he had to do. Und das funktionierte ausgezeichnet. Mike brachte ihn genau in die richtige Position, sodass ich gut an ihm arbeiten konnte. Wir konnten alle wichtigen Adapter an ihm anbringen, auch die Spun Bypass Unit, die ich vorher getestet hatte. Were able to then attach the Spun Bypass Unit that you saw me checking out. Dann bekamen wir die ersten Anzeichen, dass der Satellit auch funktionierte und noch nicht komplett den Geist aufgegeben hatte. Auch die Batterie im Satelliten funktionierte. Hier sehen wir eine Reflexion der Raumfähre auf dem Gesichtsschutz von Jim. Auch die Batterien im Satellit funktionierten. Und wie gesagt, die meiste Arbeit, die wir mit der Spun Bypass Unit verrichteten, spielte sich im Dunkeln ab, was ein bisschen anders war, als ich mir das vorgestellt hatte. Aber es wurde auch zu keinem großen Problem. Ich dachte erst, dass es bei der Dunkelheit problematisch werden würde, die Spun Bypass Unit anzubringen, was dann überhaupt nicht so war. Hier bringen wir gerade die Unit am Satelliten an. Hier sehen wir das Gerät mit den Zeitmessern, welches später im Laufe der Mission deaktiviert wird, um dann den Sequencer einzuschalten, der dann wieder funktionsfähig ist und dann für die Steuerung des Satelliten zuständig ist. Danach drehte dann Mike den Satelliten um. Das nannten wir die Desperate Position. So konnten wir auf der oberen Hälfte des Satelliten arbeiten. Dort konnten wir dann den Satelliten mit unserer Stromversorgungseinheit Relay Power Unit verbinden, was uns wiederum ermöglichte, die Antenne des Satelliten auszufahren. Ich habe eigentlich gar nicht angenommen, dass das alles so funktionieren würde, aber es klappte und es dauerte zwar etwas länger als sonst, aber das ist temperaturabhängig. Nachdem die Antenne dann ausgefahren war, sah alles für uns an Bord sehr gut aus, denn die Reparatur hatte funktioniert und wir hatten gute Arbeit verrichtet. Nachdem wir diese EVA abgeschlossen hatten, gab es noch einige Sachen an Bord zu tun. Dies hier ist ein materialwissenschaftliches Experiment. Eigentlich sollten wir das am Anfang des Fluges machen. Dadurch, dass wir aber die Zeitplanung ein bisschen umgestellt hatten, machten wir das jetzt. Es war auch mal eine angenehme Abwechslung zu den anderen Sachen, die wir schon vollbracht hatten. Ja, und wir hatten 3 Mahlzeiten am Tag, die zwar nicht so sind wie auf der Erde, aber wahrscheinlich haben Sie auch schon Fotos davon vorher gesehen. Wir saßen auf der Erde oder an der Decke oder wo auch immer Platz war. Und wir versuchten, wenn die Zeit war, unsere Mahlzeiten immer zusammen zu essen. Das war der beste Weg, um zusammenzuhalten und die neuesten Updates der jeweiligen Arbeiten auszutauschen. Wir haben auch physikalische Experimente durchgeführt. Dies war ein Tropfen Wasser. Wir beobachteten die Dynamik. Hier machten wir das Gleiche mit dem Apfelsaft. Sie können genau sehen, wie die Blasen innerhalb der Flüssigkeit getrennt bleiben. Das ist eins der Probleme, was wir mit dem Gas in unserem Essen hatten. Hier machen wir uns gerade für die zweite EVA fertig, am nächsten Tag. Es war eine ziemlich entspannte Zeitplanung an diesem Tag und Jim und Bill waren auf dem Weg. Als wir draußen waren, mussten wir als erstes die Arbeitsstation wieder aufbauen, da wir am Vortag alles abgebaut hatten im Falle eines frühzeitigen Abbruchs, der uns gezwungen hätte, zur Erde zurückzukehren. Hier bauen wir gerade die Vorrichtung für die Werkzeuge wieder auf.
da wir jetzt einen Transmitter installieren sollten, um dann die Temperatur des Raketenmotors zu messen. So konnten die Daten gemessen werden und innerhalb der Raumfähre konnte entschieden werden, wann der Motor der Rakete gezündet werden sollte. Hier arbeite ich noch am Satelliten und treffe die letzten Vorkehrungen für das Spin-Up-Manöver. Danach begab sich Jim zurück in die Raumfähre und traf alle Vorkehrungen für den Start des Satelliten. Als wir wieder den Remote Manipulator Arm kontrollierten, wurde eigentlich alles wie zuvor gemacht, nur genau umgekehrt. Hier sehen wir, wie Bill die Lenkstange abnimmt und ich den Satelliten an der Spitze greife, um ihn in eine vorher festgelegte Abschussposition zu bringen. Das Spin-Up-Manöver war dann eine der leichteren Sachen dieser ganzen Mission. Hier ist der erste Stoß. Der Arm war im Endeffekt viel steifer, als ich vorher annahm. Wir testeten ihn vorher auf der Ladebucht. Aber gut, hier ist die erste Umdrehung des ersten Stoßes. Die Kraft des Stoßes betrug zwischen 25 und 30 Kilogramm. Wir planten eigentlich mit 5 Kilogramm. Aber ich benötigte 4 Stöße, was mehr war, als wir vorher dachten. 4 Pushes on a total, which was put it up higher than we had planned or higher than we needed it to be. Wir wollten zwischen 2 und 10 Umdrehungen pro Minute bekommen und endeten bei ungefähr 2,8. Wir hätten auch noch weitere Versuche unternehmen können, aber wir entschieden uns, da alles ziemlich gut aussah, es dabei zu belassen. Hier ist die zweite Umdrehung. Die erste und die letzte waren die besten, aber wie Sie hier sehen, sind wir sehr zufrieden, dass die Lage sehr gut war und er nicht wackelte. Er drehte sich sehr gleichmäßig. Joe macht hier auch eine sehr gute Arbeit. Da gibt er ihm noch einen kleinen Stoß. Da sehen Sie auch die Raumfähre. Und jedes Mal, wenn man den Satelliten einen Stoß verpasst, dann entfernt er sich ein wenig und das mussten wir mit der Raumfähre dann wieder aufholen. Was auch bei jedem Stoß bestens funktionierte. Das machte uns sehr glücklich. Hier ist der letzte mit ungefähr 2 Umdrehungen pro Minute. Das war ein sehr guter Stoß. Es gab noch einen letzten Stoß und dann können Sie sehen, wie sich der Satellit langsam von der Raumfähre trennt. Der Satellit war in einer exzellenten Verfassung. You can see it now separating away from the orbiter. It looked in excellent condition. The only thing we left with it. Das einzige, was wir dran ließen, war die 2,5 Kilo schwere Spin-Up-Stange. Hier ist noch ein letzter Blick auf den Satelliten. Das war eine wirklich zufriedenstellende Mission. Das hat wirklich Spaß gemacht. It was a lot of fun. Any mission this complex and with this kind of job, you know, Sox didn't have. Hier machen wir noch einige Versuche mit Bill, um nochmals die Drehzahl des Satelliten zu simulieren, was natürlich in der Erdumlaufbahn und Schwerelosigkeit hervorragend funktionierte. Der Satellit hatte sich ja gleichmäßig bewegt, was man danach von Bill nicht behaupten konnte. Und bei so einer Mission brauchen wir natürlich auch Disziplin. Und hier sehen wir noch einige Disziplinartests, die meist wirklich lustig endeten, wie Sie hier deutlich sehen können. Hier trainierten wir jeden Morgen. Bei so einer Mission braucht man natürlich auch ein bisschen Spaß und Abwechslung. Und wir hatten wirklich viel, viel Spaß. We did have a drill team, crack drill team here that we practiced every morning. Zero gravity's got to be fun. If you hadn't noticed or picked up on it by now, it just is a great deal of fun. Ja, wir waren ja eine fünfköpfige Crew und hier trafen wir auf ein sechstes Mitglied, das wir an Bord vorfanden. Das einzige Richtige für uns war es, ihn in unsere Gemeinschaft aufzunehmen. Also bauten wir uns um ihn herum auf. The morning of landing. Der Tag der Landung war ein typisch durchschnittlicher Tag. Es war gutes, klares Wetter. Die Sicht war sehr gut. Der Wind wehte mit 20 Knoten und es war noch etwas dunkel, als wir wieder eintraten. Erst als wir kurz vor der Landung waren, ging die Sonne am Horizont auf.
Wir konnten zwar den Boden erkennen, aber erst als wir weiter unten waren, sahen wir den genauen Zielpunkt. Anhand der Bilder hier können Sie auch erkennen, wie sich der Himmel vom bläulich ins Pinke verfärbt. Es war der frühe Sonnenaufgang. Es gab keine Turbulenzen. Es war wirklich ein wunderschöner Morgen für die Landung. Dick gab sehr gute Anweisungen, sodass ich mich voll und ganz auf den Flug und die Landung konzentrieren konnte. Hier jetzt die Landung auf der Edwards Air Force Base. Und mit dem wenigen Wind war die Auslaufzeit auf dem Rollfeld noch geringer als normal. Es waren ca. 1800 Meter. Und alles verlief nach Plan. Wir fühlten uns großartig nach der Landung. Auch als Einheit, so wie sich wahrscheinlich jede Crew fühlt nach der Landung. Wir gewöhnten uns auch sehr schnell wieder an die Erdanziehungskraft. Und die Raumfähre hatte nur wenige kleine Schäden davon getragen. Um die Mission nochmals zusammenzufassen. Ich fand, dass wir wirklich einen unglaublichen Teamgeist hatten. Pratt and Halley, experiment. And here comes the flight crew now. Commander Dick Scobie, followed by mission specialist G. Russell, Ron McNair. Hier sehen Sie die Crew auf dem Weg zur Abschussrampe. A feature in space. Ellison Onizuka and payload specialist Greg Jarvis. Hier steigen Sie selbstbewusst in den Bus und dann werden Sie den zweiten Startversuch unternehmen. We're going to go up to that pad and. Es wird ein paar Minuten dauern, bis der Bus mit den Astronauten bei der Rampe ist. It'll take a few minutes for the astronaut van to get to the pad. The orbiter and the first crew member, Commander Dick Scobie now. Hier sehen Sie die Raumfähre und Kommandant Dick Scobie und Pilot Michael J. Smith im White Room. Mike Smith, who is the pilot. Dick Scobie hatte einen schweren Weg, bis er zum Militär und Testpiloten wurde. Er verpflichtete sich im Jahre 1957 für die US-Luftwaffe. Dort wurde er als Mechaniker ausgebildet. Aber er besuchte eine Abendschule, als er später auf die Kelly Air Force Base in Texas versetzt wurde und holte so 2 Jahre des Studiums nach. Which helped lead to his selection as for the Airman's Education and Commissioning Program. Durch diesen Studienzusatz konnte er dann Luft- und Raumfahrttechnik studieren, was er dann auch erfolgreich an der Universität von Arizona im Jahre 1965 abschloss. Seine Pilotenlizenz erhielt er dann ein Jahr später. Er hatte schon viele Aufträge für die Air Force Base absolviert. Unter anderem wurde er auch Testpilot. Er war der Pilot der 4110-Mission, welche die Long Duration Exposure Facility, LDEF, aussetzte, die sich immer noch in der Erdumlaufbahn befand. Außerdem wurde bei dieser Mission der Solar Maximum Mission, SMM-Satellit, repariert, der jetzt besser als jemals zuvor funktionierte. Hier macht sich gerade Mike Smith fertig. Sie werden sich heute hier beeilen, damit Sie aus der Kälte in die Kabine gehen können. Mike Smith war einer der Neulinge an Bord dieses Fluges. Er war Absolvent der Naval Academy in Annapolis. Im Jahre 1969 machte er seinen Master in Luftfahrttechnik. Er diente 2 Jahre in Vietnam. Nach dem Krieg wurde er in Maryland an der United States Naval Test Pilot School, USNTPS, zum Testpiloten ausgebildet. Insgesamt hatte er schon 28 verschiedene Zivil- und Militärflugzeuge geflogen, was eine Flugzeit von mehr als 4300 Stunden ergab. Im Anschluss an das Examen arbeitete er ab 1974 an der Entwicklung eines Zielerkennungssensors für die A6E Intruder. 1976 kehrte er für 1,5 Jahre als Ausbilder an die USNTPS zurück, bevor er mit einer Einheit an Bord der USS Saratoga im Mittelmeer patrouillierte. He also served in the Astronaut Office Development and Test Group.
Nachdem der Start am Vortag abgebrochen wurde, fuhren die Astronauten zurück, relaxten ein bisschen und hatten Abendessen mit ihren Familien im Esszimmer der Crewmitglieder. In the crew quarters dining room. But they had to be in bed by about 7 o'clock. Sie mussten gegen 19 Uhr im Bett sein, damit sie am folgenden Morgen erneut aufbrechen konnten. Hier sehen Sie Mike Smith, der den Crewmitgliedern die Hände schüttelt. Sie beobachten genau seine Schritte und machen ihm am Ende noch seine Schuhe sauber, nur um sicherzugehen, dass er keine unnötigen Fremdkörper mit an Bord bringt. Der Countdown ist bei einer Stunde, 58 Minuten und 57 Sekunden. Hier sehen Sie Dr. Judy Resnick, welche schon Missionsspezialistin bei der STS-41D-Mission war, welches auch ihr erster Flug war im White Room. Auch sie bereitet sich für den Start und ihren Einstieg in die Raumfähre vor. Bei ihrem ersten Flug wurden 3 Satelliten ausgesetzt und sie war verantwortlich für die Operation des Remote Manipulator Arms. Bei diesem Flug war sie zuständig für die Aussetzung des Satelliten Spartan, der den Halleyschen Kometen ungestört observieren sollte. Dies sollte am zweiten Tag geschehen. Der Satellit würde ausgesetzt werden und sollte den Halleyschen Kometen 40 Stunden lang danach beobachten. Danach sollte er wieder von der Raumfähre aufgenommen werden und zurück zur Erde geführt werden. Sie besuchte die Carnegie Mellon University und machte ihr Diplom in Elektrotechnik. Danach schrieb sie ihre Doktorarbeit an der Universität von Maryland. Im Jahre 1978 wurde Resnick zusammen mit 34 anderen Kandidaten als Missionsspezialistin der NASA der Öffentlichkeit vorgestellt. Sie wurde 1949 in Ohio geboren und privat liebte sie das Fliegen und das Fahrradfahren. Und hier sehen Sie noch Allison Onizuka im White Room, wo sich in kürzester Zeit alle aufhalten werden, um sich für den Flug fertig zu machen. Krista McAuliffe, die erste Lehrerin im Weltraum, bekommt hier noch von einem Mitglied der Closeout-Crew einen Apfel ausgehändigt. Hier wird Allison Onizuka auf den Flug vorbereitet. Der gebürtige Hawaiianer erhielt 1969 eine Bachelor-Auszeichnung in Raumfahrttechnik und zum Ende des Jahres auch noch einen Masterabschluss im gleichen Forschungsgebiet und beendete sein Studium an der Universität von Colorado. Im Januar 1970 trat Onizuka in die United States Air Force ein, wo er als Testflugingenieur und Testpilot arbeitete. Er besuchte ein Jahr lang die US Air Force Test Pilot School. Danach wurde er zum Testflugcenter an die Edwards Air Force Base in Kalifornien einberufen. Hier wurde er Testflugingenieur und arbeitete später als Manager für Technical Support. Onizuka wurde im Januar 1978 für das Raumfahrtprogramm ausgewählt und schloss ein Jahr mit Begutachtungen und Training im August 1979 ab. Später arbeitete er im Orbiter-Testteam und in der Startunterstützungsmannschaft beim Kennedy Space Center. Bei der NASA arbeitete er in einem Team für Softwareverbesserungen für Shuttle-Luftfahrtelektronik, SAIL. Darüber hinaus war er aber auch zum Beispiel noch als Crew-Koordinator für diverse Missionen zuständig.
Hier sehen Sie noch einige Kommunikationsproben zwischen der Raumfähre, dem Firing Room und Houston. Der Countdown steht bei T-15 Sekunden. T-10, 9, 8. Die Haupttriebwerke zünden. 4, 3, 2, 1 und Start. Der 25. Space Shuttle Mission. Und sie hat die Startrampe verlassen. Good roll program confirmed. Challenger now heading down range. Engines beginning throttling down now at 94%. Normal throttles for most of the flight, 104%. We'll throttle down to 65% shortly. Engines at 65%, three engines running normally, three good fuel cells, three good APUs. Velocity, 2,257 feet per second. Altitude, 4.3 nautical miles. Downrange distance, 3 nautical miles. Engines throttling up. Three engines now at 104%. Challenger, go at throttle up. Challenger, go at throttle up. One minute, 15 seconds. Velocity, 2,900 feet per second. Altitude, 9 nautical miles. Downrange distance, 7 nautical miles. Obviously a major malfunction. We have no downlink. Dynamics officer that the vehicle has exploded. Flight director confirms that. We are looking at checking with the recovery forces to see what can be done at this point. Contingency procedures are in effect. Available. Again, to repeat, we have a report relayed through the flight dynamics officer that the vehicle has exploded. We are now looking at all the contingency operations and awaiting word from any recovery forces in the downrange field.
Nach circa 73 Sekunden ereignete sich der bis dahin schwerste Unfall der Raumfahrtgeschichte der USA. In einer Höhe von 15 Kilometern explodierte die Raumfähre. Die Bergungskräfte wurden sofort eingeschaltet. Das folgende Videotape zeigt die Geschichte der STS-51L Space Shuttle Mission. Das Tape wurde vom Foto- und TV-Unterstützungsteam des STS-51L Daten- und Designanalyse-Einsatzkommandos vorbereitet. Es dokumentiert die Aktivitäten und Funde des Einsatzkommandos. Das 31 Minuten lange Tape gibt eine technische Erklärung für den Grund des Challenger-Unfalls. Das Tape enthält keine neuen Informationen und ist eine Zusammenstellung eines vorherigen Videos. Der Flug der Raumfähre Challenger, Flug 51L, der 25. Flug des Space Shuttle-Programms, begann um 11.58 Uhr Oststandardzeit. Es war der 28. Januar 1986. Der Flug endete 73 Sekunden später, als die Raumfähre explodierte und alle 7 Crewmitglieder starben. Die Solid Rocket Boosters, SRB oder Feststoffbooster, wurden dann aus Sicherheitsgründen vom Sicherheitsinspektor 110 Sekunden nach dem Start zerstört. Die Lieferung und Zusammenstellung der Einzelteile von Flug 51L begann schon Monate vor dem Start. Die Solid Rocket Booster Segmente wurden mit der Bahn ins Kennedy Space Center gebracht. Die SRBs wurden sorgfältig im Montagewerk des Space Centers überprüft und teilweise zusammengesetzt. Die Segmente wurden dann ins Vehicle Assembly Building oder VAB gebracht, wo sie auf der Startplattform, der Mobile Launch Platform oder MLP aufgebaut wurden. Der äußere Tank wurde mit einem Lastkahn zum Kennedy Space Center gebracht, wo er dann auch ins VRB gebracht wurde, gründlichst überprüft wurde und dann schon zu den aufgebauten SRBs gebracht wurde. Auch die Raumfähre Challenger wurde nach einer gründlichen Untersuchung ins VAB gerollt. Dort setzte man sie mit dem äußeren Tank und den SRBs zusammen. Das STS-51L-Vehikel wurde dann am 22. Dezember 1985 vom VAB zur Abschussrampe transportiert, in einem Schneckentempo von ungefähr 2 Stundenkilometern. Das Ganze dauerte so circa 6 Stunden. Der Countdown wurde mehrere Male verschoben und letztendlich kam es zu einem Start am 28. Januar 1986. Es sollte ein kalter, aber klarer Tag werden. Die Temperaturen sanken in der Nacht auf weit unter 0 Grad Celsius. Der äußere Tank wurde um 1.25 Uhr morgens aufgefüllt. Während der Nacht bildete sich Eis auf der Abschussrampe. Eigentlich gab es Systeme, die es möglich machten, dass das Wasser dann in vorgebaute Ausgüsse floss. Nur leider waren die durch die Kälte eingefroren und dadurch kam es dann zu Überschwemmungen. Windböen verteilten das Wasser dann über größere Flächen und Eis bildete sich. Beim Start lag die Temperatur bei ca. 1,66 Grad Celsius, was rund 10 Grad kälter war als jeder vorherige Start.
Bei T-7 Minuten und 30 Sekunden zog der Ground Launch Sequencer den Orbiter Access Arm zurück, der innerhalb von 15 bis 20 Sekunden wieder angebracht werden kann, wenn die Crew in einem Notfall die Rampe verlassen muss. Bei T-3 Minuten und 15 Sekunden wurden die Haupttriebwerke der Rakete geprüft. Alle drei Triebwerke funktionierten tadellos und somit konnte der Flug freigegeben werden. The gimbal sequence ends with the engines in their start positions. Bei T-2 Minuten und 55 Sekunden begann der flüssige Sauerstoffdruckausgleich am Tank und das Haupttriebwerk wurde komplett durchgespült. Bei T-2 Minuten und 50 Sekunden begann man die gashaltige Haube zurückzuziehen. Bei T-37 Sekunden war die Haube vollständig zurückgezogen. Schalldämpfendes Wasser wurde bei T-16 Sekunden ausgelassen. Bei T-8 Sekunden wurden Wasserstoffzündvorrichtungen gezündet, um freiliegenden Wasserstoff zu verbrennen. 6,6 Sekunden vor dem Start wurde die mit Flüssigbrennstoff gefüllten Triebwerke gezündet, bis sie die volle Schubkraft bekamen. Diese Schubkraft verbiegt den Shuttle Stack, das Startsystem, und erst wenn der wieder in der richtigen Lage ist, werden die SRBs gezündet. Bei T0 kommt es dann zum Start. Nach der anfänglichen Bewegung durch den Start werden strukturelle Kräfte durch Vibrationen mit einer Frequenz von 3 Kreisen pro Sekunde während der ersten Sekunde des Fluges ausgesandt. Das Rollmanöver begann bei 7,724 Sekunden nach dem Start. Das Manöver wurde bei 21,124 Sekunden komplettiert. Die Haupttriebwerke wurden auf 65% heruntergefahren, bei 35,379 Sekunden. Und das Ganze 16 Sekunden lang, um den starken Druck, der bei der hohen Beschleunigung entsteht und die Raumfähre in Stücke reißen könnte, zu vermindern. Danach, bei 51,919 Sekunden, werden die Triebwerke wieder auf 104% Vollschub gebracht. Challenger, go with throttle up. Während des Fluges gab es anhand der Telemetriedaten keine Anzeichen für Probleme. Die SRBs, Feststoffbooster, flogen weiter und wurden dann nach 110 Sekunden vom SRO, dem Range Safety Officer, zerstört. Daten von fast 200 Kameras wurden bei den Ermittlungen untersucht. Der folgende geschilderte Ablauf basierte auf Kameras, Film- und Telemetriedaten. Diese Abbildung stellt drei verschiedene Positionen von Kameras dar, die den Startpunkt beobachteten. Die erste Ansicht kommt von Kamera E63 auf der unteren rechten Seite. Bei 0,678 Sekunden nach dem Start kann man einen grauen Rauch erkennen, der bei einem Dichtungsring am Feststoffbooster austritt. Dies zeigte, dass es zu diesem Zeitpunkt Mängel an der Dichtung gegeben hat. Die zweite Ansicht kommt von Kamera E60. Hier sieht man den Rauch zwischen dem rechten Feststoffbooster und dem äußeren Tank, der anfänglich nach oben strömt. Der Winkel zwischen dieser Kamera und auch der ersten betrug ca. 100 Grad.
Mit E60 und E63 dicht nebeneinander wird klar, dass der Rauch, als er für Kamera E60 sichtbar wurde, noch nicht von Kamera E63 erfasst werden konnte. Erst 0,2 Sekunden später wird der Rauch für Kamera E63 sichtbar und bildet kleine Wolken und ist am besten sichtbar bei 1,9 Sekunden. Eine dritte, hochauflösende Kamera, D67, beobachtete das Geschehen auf der östlichen Seite der Abschussrampe. D67 zeigte diese Ansicht des Rauches bei der größten Entwicklung. Der Rauch erschien nur auf der rechten Seite des Feststoffboosters. Normale Wasserstoffkondensationsdämpfe erschienen auf der linken Seite. Diese Abbildung zeigt, dass keine der Kameras direkt auf die Oberfläche des rechten Feststoffboosters gerichtet ist, in der schattierten Region der Darstellung. Die Analyse verschiedener Kameras auf der Abschussrampe zeigten, dass der Rauch zwischen 270 und 310 Grad des Umkreises auf der linken Seite austrat. Wie auf diesen Fotos vor dem Flug dargestellt, der Rauch trat zwischen dem Feststoffbooster und dem äußeren Tank auf, genau über dem Anschluss der Dichteprüfungen. Die verschiedenen Rauchwolken traten ca. 4-mal in der Sekunde auf, was ungefähr der Dynamik und der Dehnung des Materials entsprach. Diese etwas übertriebene Computerdarstellung zeigt die ungefähre Ausdehnung des Feststoffboosters. Durch diese Dehnung wurde der Abstand zwischen den runden Dichtungselementen oder Nullringen vergrößert. Der letzte Beweis des Rauchaustritts an der Seite des Boosters erfolgte bei 2,733 Sekunden nach dem Start. Das letzte Zeichen des Rauchaustritts in der Ausströmung gab es bei 3,375 Sekunden nach dem Start. Filmschnitte über den Zusammenbau des Feststoffboosters wurden ausgewertet, um irgendwelche Beweise für den Rauchaustritt zu finden. Auch Fotos über den Zusammenbau wurden ausgewertet. Hier wurde ganz besonders auf die Dichtungen Wert gelegt. Man fand auch Anstoßpunkte, allerdings stellte sich heraus, dass hier nur Unregelmäßigkeiten in der Schmierung vorlagen, die in keinster Weise zum Rauchaustritt geführt haben konnten. Es wurden keine Mängel anhand der gesammelten Fotos an den O-Ringen gefunden. Der Faculty Gaseous Hydrogen Vent Arm, das ist der elektrische Arm, der für die Zufuhr des flüssigen Sauerstoffs vor dem Start zuständig ist, wurde, nachdem er zurückgezogen wurde, nicht festgemacht. Allerdings zeigten Bilder, dass er nicht wieder hochkatapultiert wurde und ein Loch oder eine Schramme in den Feststoffbooster gemacht hat und auch sonst nichts zu dem Unfall beigetragen hat. Eine nachträgliche Inspektion des Hold-Down-Posts, jeder Feststoffbooster wird von 4 Pfählen gehalten, ergaben, dass 4 Federn an den Pfählen fehlten. Aber auch hier ergaben genauere Nachforschungen, dass diese 4 fehlenden Federn nichts mit dem Rauchaustritt zu tun haben konnten. Der nächste wichtige Vorfall war die Entwicklung der Rauchfahne des Feststoffboosters. In Kamera E207, welche ca. 6 Meilen nördlich von der Abschussrampe stand, zeigte den Zuwachs dieser Rauchfahne. Der erste Beweis eines Flammenaustritts entstand am rechten Feststoffbooster bei 58,788 Sekunden. Dies geschah, als die Haupttriebwerke wieder einen Vollschub von 104% hatten und auch die Feststoffbooster einen höheren Schub bekamen. Kamera E203 war westlich von der Abschussrampe positioniert und zeigte eine Hinteransicht. Sie war auf die Rauchfahne der Haupttriebwerke gerichtet. Diese Grafik stellt die Location des Lichtkegels dar. Der Lichtkegel wurde ungefähr an derselben Stelle entdeckt, an der beim Start der Rauch austrat. Innerhalb von einer halben Sekunde entwickelte sich die Flamme zu einem gut erkennbaren Brandherd. Ungefähr zur gleichen Zeit belegten Telemetriedaten, dass es Druckabweichungen zwischen dem rechten und dem linken Feststoffbooster gab. Der Druck im rechten Booster war niedriger, was ein Resultat des wachsenden Lecks war. Hier sehen Sie, wie der Feuerball langsam wächst, bei 60,248 Sekunden. Bei ca. 62 Sekunden begannen die Elemente des Kontrollsystems auf die Kräfte, die durch den Brandherd entstanden sind, zu reagieren. Hier
Hier sehen Sie mit der E-207 und der E-204 aufgenommen den ersten visuellen Beweis, dass der Brandherd den äußeren Tank penetrierte. Das alles geschah bei 64,66 Sekunden und hier änderte sich auch die Farbe und Form des Feuerballs abrupt. Dies wiederum ist ein Anzeichen für Wasserstoffausfluss des äußeren Tanks. Bei 64,705 Sekunden entstand ein heller Lichtschein zwischen der Raumfähre und den äußeren Tanks. Telemetriedaten zeigten eine leichte Veränderung des Wasserstoffdrucks im äußeren Tank, wodurch dieses Leck bestätigt wurde bei 66,8 Sekunden. Es wurde immer schwerer, den Druck auszugleichen, und bei 72,6 Sekunden gab es gar keine Chance mehr. Dies zeigte, dass das Leck im Tank rapide anwuchs. Bei 72,2 Sekunden zeigte das Kontrollsystem, dass es eine eigenständige Bewegung des rechten Feststoffboosters gab, dass sich die unteren Verstrebungen am Feststoffbooster gelöst hatte. Während dieser Zeit wurde die Veränderung hier ein bisschen übertrieben dargestellt, anhand von Telemetriedaten registriert. Bei ungefähr 73 Sekunden fielen der Druck des flüssigen Sauerstoffs wie auch der Druck des flüssigen Wasserstoffs der Haupttriebwerke stark ab. Daraus resultierte bei 73,124 Sekunden ein kreisförmiges weißes Muster am unteren Teil des äußeren Tanks, was auf einen Fehler in der Baustruktur schließen ließ. 13 Millisekunden später, bei 13,137 Sekunden, wurde eine Dampfentwicklung am inneren Tank beobachtet, was mit dem Versagen des flüssigen Sauerstofftanks zu tun hatte. Dies wiederum kann entweder mit den ungewöhnlichen Kräften zu tun haben, die durch die Rotation des rechten Feststoffboosters entstanden sind, oder durch die Kräfte, die durch den Wasserstofftank ausgelöst wurden, nachdem der Bugshot versagte. Wahrscheinlich aber beides. Innerhalb von Millisekunden wurde beobachtet, wie der flüssige Sauerstoff am äußeren Tank entlang strömte. Bei 73,191 Sekunden wurde ein Blitz beobachtet, der zwischen dem äußeren Tank und der Raumfähre entstand und somit das Vehikel auseinanderbrach. Dies geschah bei 73,213 Sekunden. Während der nächsten 100 Millisekunden entstanden weitere Blitze in den vorderen Punkten des Feststoffboosters. Nachdem der äußere Tank explodierte, verdampften die freigesetzten Flüssigkeiten rapide. Daraus resultierten riesige Gas- und Dampfwolken. Die Flüssigkeiten und Gase vermischten sich. Es wurde allerdings keine Druckwelle, die auf eine gewaltsame Explosion zurückzuführen gewesen wäre, festgestellt. Ein Gemisch aus Feststoffbooster-Rauchschwaden, reflektiertem Sonnenlicht und Gasen, lässt die Wolke wie einen gewaltigen Feuerball erscheinen. Bei 73,6 Sekunden befanden sich die Haupttriebwerke in einem automatischen Abschaltmodus, was ein Resultat des reduzierten Drucks war. Die letzten Telemetriedaten der Challenger wurden bei 73,618 Sekunden nach dem Start empfangen. Die eigentliche Explosion des Vehikels wurde von der riesigen Dampfwolke verdeckt. Tausende von kleinen Fragmenten schossen aus der Wolke heraus. Diese wurden als Haupttriebwerke, linker Flügel, Kabine und Feststoffbooster identifiziert. Ungefähr eine Sekunde nach dem Zerfall zeigte der Film, wie der vordere Teil der Raumfähre aus der Wolke heraustrat. Die Nase, Kabine und Teile des Frachtraums werden in dieser Ansicht gezeigt. Stickstofftetroxide, die aus dem Kontrollsystem austraten, gaben der Wolke eine orange-braune Farbe. Bei 74,578 Sekunden wurde ein gelber Blitz in der Nähe des Nasensegments sichtbar. Auch hier traten Gase auf, die sich von der Wolke und der reflektierten Sonne vermischten. Hier wird belegt, wie sich der Nasenpart von der Crewkabine trennt, und in weniger als einer Viertelsekunde später trennte sich auch die Kabine vom Laderaum. Hier erkennt man immer noch einen Ausfluss bei den vorderen RCD-Düsen. Eine Kamera, die südlich von der Abschussrampe stand, nahm einen sehr weißlichen Rauch auf, der aus der Dampfwolke trat.
Die anfängliche Emergenz der Crewkabine aus diesem Blickwinkel entstand bei 75,237 Sekunden. Hier können Sie genau den Weg der Crewkabine nach dem Austritt der Dampfwolke erkennen, ebenso wie die Höhe und Verlaufsform. Der linke Flügel wurde bei 78,531 Sekunden sichtbar. Die Haupttriebwerke und Crewkabine können auch identifiziert werden. 10 Sekunden später konnte die Crewkabine wieder identifiziert werden. Als die Kabine sich weiter am Horizont entfernte, wurde auch das Material zur Analyse des Vorgangs schlechter. Weitreichende Kameras folgten den Feststoffboostern, bis sie aus Sicherheitsgründen zerstört wurden. Bei ungefähr 75,8 Sekunden wurde der rechte Booster beim Verlassen der Wolke entdeckt. Kamera E207 zeigt hier den rechten Booster nach der Explosion. Er ist sehr gut zu erkennen, außer das untere Teil. Das stimmte mit der anfänglichen Rauchentwicklung beim Start überein. Das abgetrennte Nasenstück und der ausgesetzte Fallschirm können bei ungefähr 76,4 Sekunden identifiziert werden. Die Explosion der Sicherheitssprengvorrichtung am rechten Feststoffbooster kann hier genau verfolgt werden. Gleichzeitig wurde auch der linke Booster zerstört. Bei ungefähr 37 Sekunden meisterte die Challenger das erste von mehreren Sharewind-Problemen, welches bis zur ca. 64. Sekunde anhielt. Diese Sharewinde können sehr schön anhand der Feststoffboosterspuren dargestellt werden. Der Effekt der Sharewinde wurde sofort vom Navigations- und Kontrollsystem ausgewertet. Verschiedene Windwege wurden anhand von vorherbestimmten Feststoffboosterspuren und erforderlichen Fotos konstruiert. Dies belegte, dass die Sharewinde keine Schuld am Absturz der Challenger trugen. Mehrere Blitze im Windkanal der Raumfähre wurden anhand der Kameras erkannt. Da aber schon ähnliche Blitze auf vorherigen Flügen entdeckt wurden, kam man zu dem Entschluss, dass auch diese Blitze nicht in Verbindung mit dem Absturz gebracht werden konnten. Die Kondensation, die hier ganz deutlich ihre Spuren hinterlässt, wird durch die Schallgeschwindigkeit erzeugt. Eine riesige Rettungsaktion wurde gestartet, um die Einzelteile der Raumfähre aufzufinden. 22 Schiffe, 600 kleinere Suchschiffe und 33 Flugzeuge nahmen an dieser Operation teil. Die Teile, die als erstes gefunden wurden, waren die, die auf der Oberfläche des Wassers schwammen. Die U-Boot-Flotte suchte nach Teilen, die untergegangen waren. Alle Objekte, die man als wichtig für diese Operation empfand, wurden aufgenommen. Prozent des gesamten Vehikels wurde bei diesem Vorgang wiedergefunden. Die Umgebung der Suche im Ozean war am Golfstrom festgelegt und ging bis zu einer Tiefe von ca. 365 Metern. Es wurden ungefähr 250.000 Quadratkilometer des Ozeans durchsucht. Die wiedergefundenen Teile wurden dann in die Logistics Facility gebracht und es wurden Nachforschungen und Analysen angestellt, die zur Aufklärung des Vorfalls dienen sollten. Die Baustruktur der Tanks der Raumfähre und der Booster wurden genauestens untersucht, um eventuelle Mängel zu finden. Man versuchte, die einzelnen Teile wieder zu rekonstruieren und ihren Platz am Vehikel nachzustellen. Prozent der Raumfähre wurden nie wiedergefunden. Anhand dieser Rekonstruktion wurde klar, dass es weder die Raumfähre noch die Nutzlast an Bord war, die zum Vorfall beitrugen. Der Zerfall der Raumfähre war eher ein Resultat eines aerodynamischen Effekts als eines explosiven Effekts.
Hier sehen Sie einige Teile der vorderen Struktur der Raumfähre, die die Crewkabine umgeben hat. Eine große Hitzebildung wurde an der rechten Unterseite der Raumfähre bemerkt. Die Farbe war verbrannt am rechten Teil des Rumpfs. Auch auf der rechten Bremsklappe wurden Spuren von großer Hitze entdeckt, während auf der linken Seite fast gar keine Spuren hinterlassen wurden. Auch am Eleven, am Querruder, gab es Hitzespuren. Auf der linken unteren Seite der Raumfähre gab es keine Anzeichen von Hitzeschäden. Die restlichen Teile, die aus der Raumfähre stammten, zeigten keine Spuren eines Feuers oder einer Explosion innerhalb der Raumfähre. Alle drei Haupttriebwerke wurden geborgen und es wurde bewiesen, dass auch sie nicht der Grund für den Unfall waren. Auch der äußere Tank wurde in ähnlicher Weise rekonstruiert. 25% des Wasserstofftanks, 80% des inneren Tanks und 5% des Sauerstofftanks wurden geborgen. Die meisten Eisenteile des äußeren Tanks wurden ebenfalls geborgen. Die Shuttle-Spitze hatte kaum einen Schaden davongetragen. Im Allgemeinen waren die geborgenen Teile recht groß. Die Staumstoffisolation der Raumfähre zeigte die unterschiedlichsten Effekte. Es gab Stellen, die komplett verbrannt waren, und andere Stellen hatten gar nichts abbekommen. Die Sicherheitssprengsätze des äußeren Tanks wurden geborgen und sie waren nicht detoniert. Im inneren Tank hingegen gab es Verkrümmungen und Ausbeulungen. Diese resultierten vom starken Schub, der durch den hohen Verlust des flüssigen Wasserstoffs in den unteren Regionen des Tanks entstand. This would be consistent with the impulsive thrust that resulted from the sudden loss of liquid hydrogen from the aft section of the tank. Dieser Schubbruch des vorderen Anschlussstücks entstand durch die Rotation des Boosters, nachdem die Verstrebung versagt hatte. Die Stahlstreben der rechten Seite des inneren Tanks zeigen Druckpunkte, die mit denen des rechten Boosters übereinstimmen. Ein Teil des Ringrahmens und des Anschlussteils der unteren Region wurde in einem Stück geborgen. Das Anschlussstück war abgerissen. Der Effekt der enormen Booster-Rauchschwaden kann hier am äußeren Tank betrachtet werden und ließ diesen Teil, der von der Verstrebung und dem Anschlussstück verdeckt wurde, aus. Es wurden ungefähr 50% der Booster-Eisenteile geborgen. Eine Ausrüstungseinrichtung wurde benutzt, um Teile des Motors aufzubewahren, denn manche enthielten noch unverbrannten Treibstoff. Diese Druckpunkte auf der rechten Seite des Boosters stimmten, wie schon vorher erwähnt, mit denen der Stahlstreben des inneren Tanks überein. Die Größe und der Ort des Brands, die am geborgenen Booster aufgetreten sind, werden hier anhand eines rekonstruierten Boosters dargestellt. Hier sieht man genau bei einer Kreisform von 307 Grad ein Loch an der unteren Region des Befestigungspunktes. Das Loch war sehr unregelmäßig ausgefranst und hatte eine Größe von 68 mal 38 cm. Das stahlartige Material belegt, dass es eine heiße Gaserosion gegeben haben muss, die durch brennende Materialien entstanden ist, die durch die Öffnung geflogen sind. Auch in der unteren Region des Boosters befand sich ein Loch. Es hatte eine Größe von ungefähr 83 mal 53 cm. Die Ausweitung des Brandes ging bis zu den Befestigungspunkten.
Auch an der Hinterklappe gab es Anzeichen von Verbrennungen, die auf die ausweichenden Gase zurückzuführen sind. Es gab auch in der Außenhülle ein kleines Brennloch, was den Anschein machte, als sei es von außen verursacht worden. Dies war zurückzuführen auf die heißen Gase, die durch die enormen Rauchschwaden erzeugt wurden. Das Loch in den Feststoffboostersegmenten war das Resultat des Defektes eines Dichtungsringes des rechten Boosters, welcher als Grund des Unfalls bestimmt wurde. Die Presidential Commission legte fest, dass der Grund des Unfalls der Challenger ein defekter Dichtungsring im rechten Feststoffbooster war. Der Defekt ist zurückzuführen auf eine mangelhaft angefertigte Struktur, welche empfindlich auf andere Faktoren reagiert hat. Diese Faktoren beinhalten die Auswirkungen von Temperaturen, physikalischen Dimensionen, charakteristischen Materialien, die Auswirkungen der Wiederverwendung und Entwicklung und die Reaktion der Raumfähre auf schwingende Beanspruchung. Genauer detailliertere Analysen befinden sich im dritten Teil des Reports der Presidential Commission über den Unfall der Challenger. Über die Jahre und bis zum heutigen Zeitpunkt war die aeronautische Forschung immer eine Konstante der NASA. Sie hatte alles, was mit Flugtechnik oder Flugentwicklung zu tun hat, sei es auf der Erde oder im Weltraum, beeinflusst. Und es gibt nur wenig Zweifel daran, dass dieses Land der Weltführer der Flugtechnik ist. Hier sind einige Ziele dieses Programms. Die Flugzeuge sollten leistungsfähiger gemacht werden. Sie sollten höher, schneller und weiter fliegen, mit weniger Energieaufwand. Systematische Verbesserung der Motorenteile, die Reduzierung des Gewichts durch die Verwendung von neuen Materialien in der Struktur. Es wurden Studien durchgeführt, die bewiesen, dass es zu Problemen für kleinere Flugzeuge kommen kann, die in den tornadogleichen Luftstrom einer größeren Maschine geraten. Flugzeuge sind Amerikas führende Güter aus dem Industriebereich, was auf die Forschungs- und Entwicklungsprogramme der NASA zurückzuführen ist. Da momentan in den USA über 200.000 Flugzeuge im Einsatz sind, wurden auch Unfall- und Drehstudien durchgeführt. Das Problem der Eisformationen wurde behandelt. Das Herz dieser Forschung ist ein einzigartiger gekühlter Testtunnel, der genau die Eiskonditionen simulieren kann, denen ein Flugzeug ausgesetzt ist. Wenn ein Test beendet ist, dann wird er anhand von Computercodes ausgewertet. In den Anfängen des bemannten Weltraumflugs überlegte man, ob man einen Parawing benutzen sollte, um die Raumkapsel und die Astronauten zurück zur Erde zu bringen. Obwohl man sich dann für eine andere Methode entschied, entstand dadurch ein durchaus interessanter neuer Sport. Es wurde intensiv an Flugzeugen gearbeitet, die vertikal abhoben und landeten.
an anderen, die nur sehr kurze Startbahnen benötigten. Das sogenannte Hybrid-Luftschiff, eine Kombination aus Helikopter und Flugzeug. Und einem Flugzeug, das die Tragflächen in verschiedenen Winkeln vom Flugzeugrumpf ausstellen konnte. Das Wissen, was erlangt wurde, benutzte man, um bessere Flugzeugpropeller zu entwickeln und wurde auch angewandt, um riesige elektrische Windgeneratoren zu entwickeln, von denen einige die größten der Welt waren. Das aeronautische Forschungsprogramm der NASA war die Grundlage für das Raumfahrttechnikprogramm. Ein erstklassiges Beispiel hierfür ist das Lifting Body Tragrumpfprogramm. Es begann in den frühen 60er Jahren. Es war eine Kombination von Windkanaltests und wirklichen Flügen, welche zur Konstruktion der wiederverwendbaren Raumfähren führte. Als das Design und die Windkanalarbeit beendet waren, wurde eine Serie von Anflugs- und Landungstests durchgeführt. Da die Raumfähre keine Energie zur Landung hat, war ihre Fähigkeit, die Landung mit nur einem Versuch zu vollbringen, bedenklich. Die erfolgreiche Landung der Enterprise bewies, dass die Raumfähre ein flugfähiges und landefähiges Flugzeug war. Die Jahre der Forschung und Entwicklung sollten auf die endgültige Probe gestellt werden. Der erste Flug der Columbia in den Weltraum mit Astronauten an Bord. Es lag eine Spannung in der Luft, als die brandneue Raumfähre von der Processing Facility im Kennedy Space Center zum Vehicle Assembly Building gebracht wurde, wo sie dann mit den Raketen- und Treibstofftanks zusammengesetzt wurde und dann zur Abschussrampe gerollt wurde. Noch nie zuvor wurde ein Raumfahrzeug auf diese Art und Weise geflogen. Die vorherigen Mercury, Gemini und Apollo-Missionen wurden unbemannt getestet, bevor eine Astronautencrew an Bord war. Trotz kleinerer Triebwerks- und Schutzkachelproblemen waren alle sehr optimistisch. Raumfahrzeugtechniker wussten aus vergangenen Erfahrungen mit den Mondlandungsmissionen, dass Design und technische Proben behoben werden konnten. Nach einem Fehlstart begaben sich die Astronauten John Young und Robert Crippen zur Abschussrampe. Der Jungfernflug der Columbia war recht kurz, nur 55,5 Stunden, 36 Erdumdrehungen und dann ging es zurück zur Erde. Mit ihm aber begann das Zeitalter der wiederverwendbaren Raumfahrzeuge.
you've got your normal CAPCOM flat now. Okay. The only bad part about it, Joe, is we're going to have to come down. Wochen, nachdem die Columbia erfolgreich zum Kennedy Space Center zurückkehrte, gesäubert und neu hergerichtet wurde, flogen die Astronauten Joe Engel und Dick Trulli erneut in den Weltraum. Während im Hintergrund die entfernte Erde zu erkennen ist, macht die Crew einen Test mit einem in Kanada entwickelten mechanischen Arm, der es später möglich machte, Nutzlasten in der Erdumlaufbahn auszusetzen und auch wieder einzuholen. Okay, stand by. Okay, we see fan A on and we'd like you to take Bravo. Als die Columbia das zweite Mal landete, wurde der Kreis geschlossen. Ein neues Zeitalter der Weltraumerkundung hatte begonnen. Die dritte Raumfähre die Abschussrampe verließ, trug sie ein Experiment mit sich, das vom 18 Jahre alten Todd Nelson aus Minnesota vorbereitet wurde. Ein Experiment, das die Auswirkungen der Schwerelosigkeit an Insekten im Weltraum untersuchte. Es nannte sich das Shuttle Student Involvement Project und wurde unterstützt von der NASA, der National Science Teacher Association und industriellen Sponsoren, die halfen, die gewonnenen Anregungen in Flugexperimenten umzusetzen. Seit diesem Flug haben viele junge Leute in Oberschulen der gesamten Staaten an vielseitigen Experimenten gearbeitet, wie zum Beispiel medizinischen Projekten oder einer Studie der Schwerelosigkeit an einem Ameisenvolk. Diese Schüler statuierten ein Exempel, das andere Leute ermutigen sollte, an technischen oder wissenschaftlichen Karrieren zu arbeiten, die dann vielleicht in näherer Zukunft zu technischen Führungskräften der USA heranwachsen würden. 12 Wochen vergingen, dann flogen die Astronauten Mattingly und Hartsfield die Columbia zu ihrem vierten und letzten Testflug. Durch die Durchführung des letzten Testflugs wurde sichergestellt, dass das Raumfahrzeug vollkommen funktionstüchtig war. Als die Crew am 4. Juli landete, wurde sie von Präsident Reagan und seiner Frau begrüßt. Space Shuttle 5 war der erste Flug, der nicht zu Testzwecken geflogen wurde. Die Ladung bestand aus 2 Nachrichtensatelliten. Einer für Satellite Business Systems und einer für Telesat Kanada. Ihre Aussetzung war ein kompletter Erfolg. Space Shuttle 6 war die zweite operative Mission und der erste Flug der Challenger, der neuesten Raumfähre der USA. Nachdem ein 5000 Pfund schwerer Tracking- und Data Relay Satellite von der Ladebucht ausgesetzt wurde, waren die Astronauten Story Musgrave und Donald Patterson die ersten Amerikaner, die nach 9 Jahren wieder einen Weltraumspaziergang durchführten. Es musste trainiert werden für die Reparatur von Satelliten auf der Ladebucht. Get it on the right side. 3,
tape caddy up here where it says tape on the left-hand door? Yeah. Die siebte Mission brachte eine siebenköpfige Crew in den Weltraum. Hier war der erste weibliche Astronaut an Bord, Sally Ride. Sally Ride und Missionsspezialistin John Fabian und Norm Taggart setzten eine Reihe von Nachrichtensatelliten aus für Kanada und Indonesien. Roger, that looks great. Die Shuttles 1 und 2 waren nun betriebsbereit. Jetzt kam noch eine dritte, die Discovery, zur Flotte hinzu. Und mit Dutzenden von Astronauten, die sich im Training befanden und jederzeit bereit waren, entwickelte sich das Weltraumtransportsystem weiter. Und das in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Ein neues Zeitalter von Wissenschaft brach mit Spacelab an. Hier arbeiteten Wissenschaftler aus der ganzen Welt in einem einzigartigen Forschungszentrum, welches an Bord der Space Shuttle war. Skylab wurde von der European Space Agency, ESA, konstruiert und bat neue Möglichkeiten für wissenschaftliche Forschung auf allen Gebieten. Außerdem machte Skylab eine internationale Zusammenarbeit von Wissenschaftlern zur Routine. Hier sieht man das Weltraumteleskop, das unsere Sichtweise fast bis zum Ende des Universums verlängern wird. Die Raumfähre diente der USA als Hilfswerkzeug für die praktische Nutzung des Weltraums. Historisch gesehen wurde das Weltraumprogramm fortgeführt wie ein Bausatz. Und jetzt schaute die NASA auf den nächsten logischen Schritt, eine mögliche zukünftige Weltraumstation, eine permanente Präsenz im Weltraum. Die Station würde als wissenschaftliches und technisches Labor dienen und gleichzeitig als operative Plattform, von der aus Satelliten gesteuert werden können und auf der größeren Struktur zusammengebaut werden können. Man muss sich im Klaren sein, was für eine Rolle diese Weltraumstation im gesamten Weltraumprogramm einnehmen würde und dass diese Station nun zu einem Wahrzeichen der USA werden würde, und zwar eins, das die Führungskraft der Weltraumforschung der USA bestätigen würde. Das Weltraumprogramm im Allgemeinen und das Shuttle-Programm ganz besonders haben unserem Land geholfen, Vitalität und Selbstbewusstsein wiederzuerlangen. Der Pioniergeist blüht immer noch in Amerika auf. In der Zukunft, wie auch in der Vergangenheit, wird unsere Freiheit, unsere Unabhängigkeit und unser Nationalstolz vor neue Aufgaben und neue Grenzen gestellt. Wir müssen aggressiv in die Zukunft schauen, indem wir das Potenzial der Raumfähren demonstrieren und uns eine permanente Präsenz im Weltraum verschaffen. Der 25. Jahrestag der NASA. Der normale Betrachter assoziiert die NASA mit Raketen, Raumfahrzeugen und Flugzeugen und Windkanälen. Aber es sind die Leute, die dahinter stehen, die wirklich wichtig sind. Es sind die Menschen, die denken und träumen und arbeiten, um diese Sachen möglich zu machen. Daran kann man die wirkliche Stärke und den wirklichen Erfolg der NASA messen. Und es ist für die nächste Generation von Weltraumpionieren, der Jugend der Welt, der dieses Programm gewidmet ist.